Leichter, effizienter, komfortabler, spritziger und mit vielen neuen Assistenzsystemen ausgestattet, geht die sechste Generation des 7er BMWs an den Start. Optisch wirkt er sportlicher, dynamischer und frischer als der Vorgänger. Tatsächlich wiegt er, vor allem durch den Einsatz von Carbon und Aluminium, 130 Kilogramm weniger als sein Vorgänger. Technisch will er ebenfalls neue Maßstäbe setzen. Der Luxusliner nimmt dem Fahrer in einer perfekten Luxus-Wohlfühlatmosphäre aus Leder, Holz und edlen Metallen zeitweise sogar das selber Fahren und, was noch viel besser klingt, selbst das lästige Parken ab. Zwei Fallbeispiele: unser Autobahnassistent, der bis 210 Stundenkilometer teilautonomes Fahren ermöglicht, aber auch unser Remote Control Parking, unser weltweit erstes Angebot des autonomen Einparkens. Unter der Motorhaube gibt es zunächst einen 6-Zylinder-Diesel mit 3 Litern Hubraum und 265 PS Leistung. Er soll beim Verbrauch Maßstäbe setzen und mit 4,3 Litern Diesel auskommen, was 119 Gramm CO2 entspricht. Wer lieber auf schnurrende Benziner steht, der kann zwischen einem 6- oder dem 8-Zylinder wählen. Der große V8 leistet 450 PS. Ein Hybrid ist ebenfalls schon eingeplant. Ja, wir werden im nächsten Jahr unseren 47e einführen. Das Fahrzeug wird ungefähr 40 Kilometer elektrische Reichweite haben und wird einen Verbrauch von 2,1 Litern, sprich 49 Gramm CO2 haben und damit auch ein Benchmark in seiner Klasse sein. BMW verspricht, dass der neue 7er sich so agil und leichtgängig bewegen lässt wie wesentlich kleinere und leichtere Modelle. Zum einen hilft da die Gewichtsersparnis, zum anderen neue Techniken beim Fahrwerk. Und unser Serienfahrwerk, das bereits eine 2x-Luftfeder und variable Dämpferregelung beinhaltet, schafft es genau mit diesen leichten Massen perfekt umzugehen. Und dann können wir über X-Tier, also unsere klingende Allradlenkung oder Wankstabilisierung, Executive Drive Pro, nochmal einen drauflegen. Ebenfalls neu, wobei sich hier zeigen muss, wie es sich in der Praxis tatsächlich handhaben lässt, die Steuerung bestimmter Funktionen anhand von Gesten. Ein 3D-Sensor macht es möglich, bestimmte Funktionen per Handbewegung zu steuern. Mit der Gestensteuerung können Sie eine bestimmt ausgewählte Anzahl von Funktionen ganz einfach und intuitiv bedienen. Darunter zählen zum Beispiel, dass man Anrufe annehmen oder ablehnen kann, dass man die Lautstärke per einfacher Geste so steuern kann. Wir können gleichzeitig auch eine Geste frei belegbar mit Funktionen hinterlegen, dass der Kunde dort entweder zum Beispiel das Display ausschaltet oder seine Heimatadresse hinterlegt oder andere einfache Funktionen. Gefertigt wird der neue 7er im BMW-Werk in Dingolfing. Am 1. Juli startet dort die Serienproduktion des neuen BMW-Flaggschiffes. Die Preise starten wohl bei rund 81.300 Euro.